Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich schminke mich heute mit euch gemeinsam und ich habe ein paar neuere Produkte hinzugenommen, die ich noch nicht, zumindest noch nicht in Action hier gezeigt habe. Zum Teil habt ihr sie schon gesehen. Und da sind Sachen bei von Avon, da ist die neue Lidschattenpalette von MAC dabei und diverse andere Sachen. Hier so ein Concealer zum Beispiel, ein ganz neuer von Natasha Denona. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Dazu kann ich euch auch schon ein bisschen was erzählen. Und darauf freue ich mich jetzt mit euch gemeinsam. Ich freue mich außerdem, dass ihr so fleißig meine Videos schaut. Wirklich, das freut mich total. Ich hatte jetzt zuletzt den Kenia-Vlog gezeigt. Das ist ja immer so ein kleiner Ausflug außerhalb der Make-up-Welt, dass ich euch so ein bisschen mitnehme in meinen privaten Urlaub. Oder auch so, wenn ich mal unterwegs bin oder auch mal zwischendurch Klamotten zeige. Aber im Prinzip geht es ja hier hauptsächlich um Make-up, um Looks und um Produkte testen. Und damit machen wir jetzt weiter, damit wir wieder so ganz normal im Mamako-Flow sind sozusagen. Aber ich freue mich eben auch, dass euch diese Ausflüge in andere Welten ebenso gut gefallen. Ich habe unter meinem vorletzten Video gelesen, dass ihr interessiert seid an einem Art Deco-Video, weil ich euch ja meinen aktuellen Lieblingslippenstift von Art Deco gezeigt hatte und ich habe direkt bestellt. Und zwar alles, was mich interessiert hat von Art Deco, und das war ein gigantischer Haul. Ich werde das Video, also sobald ich die Sachen hier habe, ich habe es jetzt bestellt, abdrehen und dann könnt ihr mit mir zusammen die Sachen von Art Deco entdecken. Das ist keine Kooperation, ich habe alles auf eigene Kappe bestellt und bezahlt. Es war ein großer Haul im Sinne von teuer und viel, und da können wir uns gemeinsam drauf freuen. Und damit ihr das nicht verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Lust habt, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke dazu anzumachen, denn dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ein neues von mir online geht. So, lang genug Intro gefaselt. Ich werde jetzt erstmal meine Haare zurücknehmen. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Irgendwie müssen die nur so ein bisschen aus dem Gesicht. Ich glaube, ich klammere sie einfach hier oben ein bisschen zusammen und schmeiße den Rest so nach hinten. Das sollte gehen. Ja, auch, ich verwende jetzt als allererstes, also ich fange mal vorne an, ich habe in den letzten Wochen, kann man sagen, fast gar keine Foundation mehr verwendet, und seit ich aus dem Urlaub zurück bin, nur zweimal eine leichte Foundation aufgetragen, die mir allerdings ein bisschen zu viel war. Ich glaube, je älter ich werde, desto weniger werde ich verwenden. Ich werde immer natürlicher irgendwie, und jetzt, wo ich halt eben auch noch ein bisschen gebräunt bin, gefällt mir das Gesamtbild auch so schon ganz gut. Im Grunde genommen würde ich jetzt nur noch mal meine Wimpern ein bisschen betonen, meine Augenbrauen machen, Lippenstift auftragen, dann könnte ich auch so rausgehen. Ich glänze jetzt ein bisschen viel, weil ich sehr viel auf dem Gesicht habe. Ich habe ein Serum aufgetragen, eine Creme aufgetragen, eine Augencreme aufgetupft und meinen Sonnenschutz aufgetragen. Das aber schon seit einer Stunde, und es glänzt halt eben relativ viel. Und ich werde meinen Concealer, den ich jetzt verwende, mit so einem Beauty-Schwamm hier auftupfen. Ich gehe jetzt aber vorher schon mal drüber. Der ist nämlich angefeuchtet und ausgewrungen und der ist so richtig schön kühlend, und das brauche ich gerade im Moment. Also ich habe in der letzten Zeit wirklich nur Puder verwendet und darunter einen Concealer. Und da habe ich gerne den neuen von Natasha Denona verwendet. Ich werde euch unten gerne das Produkt verlinken, auch die Farbe dazu schreiben, die ich hier verwende, weil ich das hier nicht lesen kann, das ist viel zu klein. Ich mag den Applikator, das ist so ein kleiner mit so einem Mini-Loch drin, und ich verwende davon extrem wenig. Ich mache das jetzt erstmal nur auf einer Seite, also so einen kleinen Stüpsen hier rein. Etwas, was ich hier korrigieren möchte, meine Nase. Und so ein bisschen hier so um den Mund rum. Und dann klopfe ich mir das mit dem Beauty-Schwamm ein. Und ihr habt gesehen, ich gehe auch immer so ein bisschen nochmal über mein Augenlid, um das vorzubereiten für den Lidschatten, der nachher kommt. Und ihr seht, es gleicht schön aus. Es hält etwas auf. Beim Vertupfen ist es aber nicht mehr so hell, wie es beim Auftrag jetzt erschien. Es ebnet so ein bisschen aus, nicht zu viel. Und ich mag den super gerne, weil der sich für mich sehr flexibel anfühlt, also sehr elastisch. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen auf die Stirn und auf die Nase. Ihr braucht davon wirklich nur einen Hauch, und wenn ihr es vertupft, dann sieht es so aus. Ich mag den total gerne. Also da hat sich die Investition wirklich gelohnt, weil er auch den ganzen Tag hält. Und das ist so ein bisschen mein neuer Lieblingsconcealer. Und den restlichen Schliff erledige ich jetzt mit meinem Mix aus Zauberpuder und Simsalabim. Das kennt ihr von mir, das ist von der Seite von Make-up Coach. Das Zauberpuder, was ich schon seit Jahren sehr gerne verwende. Und das ist gemischt mit dem Simsalabim-Puder, ebenfalls von Make-up Coach. Das ist besser für mich für den Sommer, weil das Simsalabim ist so ein Fixierpuder und das Zauberpuder
ebnet eben so ein bisschen aus und hat so einen Airbrush-Effekt und macht alles so weicher und schöner. Und die beiden habe ich eben zusammengemischt. Man kann das im besten Falle oder wenn man es testen will, erstmal 1:1 zusammenmischen. Ich habe immer ein bisschen mehr von dem Simsalabim drin, jetzt im Sommer. Und ich mag das einfach total gerne, deswegen probiere ich jetzt hier auch nichts Neues aus. Aber das, was ich neu ausprobiere, ist dieses kleine Schwämmchen hier. Das ist von, ich glaube, Ebelin. Ja, nagelt mich nicht drauf fest. Es kann auch von Rossmann sein. Die gibt es aber überall und die sind recht günstig. Das sind so kleine Schwämmchen. Das hier ist eben mini. Und damit kann man eben gezielt Stellen bearbeiten, wo man ein bisschen mehr Puder haben möchte, weil man vielleicht schnell nachglänzt an der Stelle. Und deswegen wollte ich das ausprobieren. Ich finde die gut. Die sind genauso gut wie die etwas größeren Dreiecke, die man kaufen kann. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass das kleine ein bisschen handlicher ist unterm Auge. Das scheint auch so zu sein, aber ich glaube, man muss die nicht haben. Man kann das auch ganz normal mit dem Beauty Blender machen. Ich wollte es halt einfach nochmal ausprobieren. Und da habe ich jetzt eben unterm Auge, rechts und links von der Nase, am Kinn, also in meiner T-Zone, wo ich schneller nachglänze, jetzt ein bisschen mehr Puder aufgetragen, sodass ich eben nicht so schnell nachglänze. Ihr seht, wie schön das aussieht. Und den Rest werde ich jetzt einfach mit einem ganz leichten Pinsel, das ist jetzt auch ein Pinsel von Make-up Coach, aufnehmen und so ganz zart noch über meine Wangen verteilen und über meine Stirn und am Kinn so ein bisschen runter, damit alles so ein bisschen abgepudert und mattiert ist. So, und so bin ich total zufrieden mit meinem Erscheinungsbild. Mehr brauche ich jetzt im Sommer auch gar nicht. Und ja, so ein bisschen Puder muss immer sein, weil ich glänze nicht so gerne schnell nach. Das mag ich dann nicht, wenn ich dann glänze wie eine Speckschwarte, da kriege ich die Krise, weil ich eben früher extrem ölige Haut auch immer hatte und super schnell nachgeglänzt habe. Das gibt sich jetzt im Laufe der Zeit, man verändert sich ja, wenn man älter wird und ich merke, dass meine Haut insgesamt ein kleines bisschen trockener wird. Trotzdem glänze ich immer noch in der T-Zone schnell nach. Ihr seht schon die ganze Zeit, während ich mich hier schminke, meine neue Handkette, die ist von Romano Jewelry, eine ganz neue Marke von meiner Freundin Gözde. Das sind super schöne Handketten, Schachmarans sagt man auch dazu. Und die haben eine ganz, ganz schöne Geschichte auch. Ich finde die sehr, sehr edel und die ist auch schön filigran. Es gibt zwei verschiedene Handketten und diesen Pinky Promise Ring. Der eignet sich als Vorsteckring, ist aber eigentlich für den kleinen Finger gedacht. Aber sehr, sehr schön. Es funkelt schön und das wollte ich euch noch sagen, weil ich weiß, die Fragen kommen sowieso, wenn ich mich jetzt schminke, dann wird das ins Auge fallen. Der kleine Mond, der hier dran ist, ist auch nochmal mit so Steinchen. Es funkelt schön, hier sind noch zwei Sterne dran. Ja, und insgesamt finde ich das sehr, sehr, es sieht irgendwie edel aus. Und es trägt sich auch gut. Es trägt sich wie ein leichtes, filigranes Armkettchen und ist jetzt nicht irgendwie, dass es behindert oder so im Alltag. Ich habe mir vorhin noch ganz normal die Hände mitgewaschen. Ihr könnt damit ins Wasser gehen, ganz normal. Und ja, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen, weil ich weiß, die Fragen kommen sowieso. Und weiter geht's mit dem Make-up. Hier verwende ich von Anastasia Beverly Hills den Brow Definer in der Farbe Karamell. Eine sehr schöne Farbe, der ist so ein bisschen breiter und damit kann ich meine Augenbrauen auffüllen. Ihr seht, ich trage heute Orange. Wer mich aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich eine Farbberatung habe machen lassen. Und Orange ist gar nicht meine Farbe. Die ist viel zu klar für mich, viel zu warm wahrscheinlich auch. Und ich mag sie aber trotzdem. Also man muss sich ja nicht so 1:1 daran halten. Ich habe das gemacht für mich, für mein Wohlbefinden und ich achte da jetzt auch drauf. Ich habe zum Beispiel ganz neu für mich entdeckt, weil ich jetzt weiß, dass es mir super gut steht, ein dunkles Lila, so ein Ultraviolett. Ich liebe diese Farbe. Ich habe mir mittlerweile auch ein Kleid davon geholt, ein Oberteil, so eine Leinenbluse davon. Ich liebe diese Farbe an mir und die habe ich jetzt erst entdeckt durch diese Farbberatung, sowie einige andere Farben, die ich jetzt für mich so ein bisschen entdeckt habe, die ich vorher gar nicht so sehr mochte, aber jetzt dann mit einem anderen Blick drauf gucke und festgestellt habe, das steht mir wirklich sehr gut, so ein Magenta, Fuchsia, ne, so, das war vorher nicht ganz so meins. Ich möchte jetzt ganz kurz, bevor ich mit den Augen beginne, mit dieser wunderschönen neuen MAC-Palette, die ich mir ja vor kurzem zugelegt habe, ich kam nicht dran vorbei, ich mag ja MAC-Lidschatten sehr gerne, ich habe diese Kryptonite gewählt, da gibt es verschiedene Ausführungen, jeweils mit 6 Farben und auch noch eine große, die war mir allerdings zu warm, hier sind eher kühle, dunkle Farben drin, genau meins. Damit habe ich mich jetzt schon ein paar Mal geschminkt, aber ich möchte euch das auch gerne zeigen. Vorher möchte ich allerdings von Avon diesen neuen Bronzer und Blush ausprobieren. Das sind so zwei so Dosen, haben sie mir hier zugeschickt und ich habe gedacht, boah, da ist aber richtig viel drin und so. Aber wenn ihr das aufmacht, jetzt den Bronzer beispielsweise, und dann ist hier so ein Schutz drin, wahrscheinlich damit nichts rumfliegt, und guckt mal, wie dick der ist. Das ist so ein Schwämmchen einfach
um die Kugeln zu schützen. Und das ist eben der Inhalt, der hier drin ist. Es könnte sein, dass es für mich tatsächlich ein kleines bisschen zu hell ist, vielleicht. Ich schnappe mir jetzt mal einen Bronzerpinsel und gehe jetzt einfach mal so in die Kugeln hinein. Das ist so ein bisschen wie von Guerlain, diese Le-Meteorit-Kugeln. Ja, schauen wir mal. Ich klopfe mal ab und schau mal, wie der Bronzer an mir aussieht. Ja, sieht aus wie ein Blush, ne? Oder? Was meint ihr? Das ist ja viel zu rot. Oder habe ich jetzt? Nee, das ist der Bronzer. Hupsi. Da sind auch rosa Perlchen mit drin. Also nicht nur braune, sondern auch rosa Perlchen. Oder so ein bisschen orangig. Der gefällt mir gar nicht so gut. Es geht jetzt auf meiner gebräunten Haut. Es sieht schön frisch aus. Aber unter einem Bronzer stelle ich mir ein bisschen was Brauneres vor. Der schimmert auf jeden Fall schön. Also der ist nicht matt. Sieht ganz nett aus, aber nicht so schön, wie ich erwartet hatte. Ich komme noch mal näher mit den Kügelchen, damit ihr sie sehen könnt. Aber ich denke, auf hellerer Haut sieht er vielleicht besser aus. Zumindest braucht er dann nicht noch mal zusätzlich einen Blush. Entschuldigung, dass ich das sage, Aaron, aber so ist es. Ich hätte mir hier gewünscht, dass da ein paar Bronzerperlen drin sind in Bronzebraun und dazwischen vielleicht ein paar dunklere, matte, neutralere Brauntöne. So einzelne Kugeln, um das Ganze so ein bisschen, wisst ihr? Ja, ich glaube, ihr könnt mir folgen, ne? Brauche ich jetzt die Blush Pearls überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich mache es mal auf und nehme auch hier das dicke Schwämmchen runter. An sich finde ich das ja gut, dass das gut geschützt. Ich nehme jetzt auch den gleichen Pinsel. Und hier sind sehr viele helle Kugeln drin, sehe ich. Ein paar in Aprikot und ein paar in Pink. Ja, auch da gehe ich jetzt einfach mal rein, klopfe ab. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht eher, jetzt im Moment zumindest bei mir, ein Highlighter. Deswegen bin ich jetzt hier auch ganz vorsichtig und setze nur oben an. Schimmert sehr schön, ist mir aber auch zu rot. Also es ist mir insgesamt, ist es mir zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte die gerne ausprobieren, euch die gerne zeigen. Jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst, ob das was für euch ist oder nicht. Und ob ihr sie braucht oder nicht. Und ja, ob euch das anspricht oder nicht, keine Ahnung. Also mir haben sie, wie gesagt, zugeschickt und ich wollte sie gerne mal ausprobieren. Ich werde jetzt mit einem anderen Pinsel, und zwar mit dem ich das Puder aufgetragen habe, hier nochmal so drüber gehen. Einfach um das so ein bisschen abzumildern, was ich mir da jetzt gerade aufgetan habe. Weil es erschien mir jetzt doch ein bisschen zu wild in meinem Gesicht. Und dann machen wir jetzt endlich weiter mit der Palette von MAC. Zuallererst gehe ich hier oben in diesen hellen, matten Ton und schaue so ein bisschen von oben runter in meinen Spiegel, denn ich setze mir diesen Ton nur in die Lidfalte und fahre ganz locker so hin und her und gehe aber auch über die Lidfalte hinaus, so nach oben. Und außen gehe ich so ein bisschen hoch hier und das ist eine sehr, sehr schöne Transition Shade, wie man sagt, also eine sehr schöne verblende Farbe. Dann läuft das so schön aus, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Also das ist so ein Taubgrau, möchte ich mal sagen, eher so in wirklich eher grau und gefällt mir aber sehr gut, weil das eben insgesamt auch eher so in die kühle Richtung geht. Der nächste Ton, dieser hier, ist so ein bisschen perlig schimmernd und entspricht ungefähr so einem Taubton. Hier klopfe ich jetzt mal nicht ab, weil ich mir den komplett über das ganze bewegliche Augenlid gebe. So. Das ist eine tolle Farbe. Wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Allein dafür lohnt sich die Palette quasi schon. In diesen hellen Ton gehe ich jetzt mit dem Ringfinger hinein. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ich klopfe mal ab auf meine Handfläche und tupfe so ein bisschen in die Mitte. Das bringt so einen richtig schönen, etwas helleren Schimmer rein und gemischt sehen die Farben auch sehr, sehr schön aus. Diesen grau-blauen Ton hier nehme ich jetzt mit einem kleineren Pinsel auf, klopfe ab und gehe unter die Härchen hier unten, trage mir diese Farbe am unteren Wimpernkranz auf. Super schön, wenn man genau hinguckt, sieht man dieses schöne Blaupigment da drin. Auch das wieder eine Farbe, die eher ins Kühle geht. Und jetzt gehe ich mit dem Blendepinsel, den ich vorhin verwendet habe, hinterher und blende das Blau, was ich jetzt ziemlich
präzise dahin gemalt habe, so ein bisschen aus mit dem Grau, was hier noch dran ist von oben. Und das gleiche kann ich auch am oberen Wimpernkranz machen. Hier ist noch ein sattes Schwarz drin, aber ich bleibe jetzt mal bei diesem Blau und tupfe mir das auch hier oben ganz nah an den Wimpernkranz. Dadurch, dass ich jetzt hier oben nicht abgeklopft habe, habe ich wieder ein bisschen mehr Pigment ans Auge bekommen, aber da ist auch ein kleines bisschen was runtergerieselt. Ist kein Problem, das so wegzustäuben hier mit dem Pinsel, nur dass ihr das wisst. Und ich mag diese kleinen Paletten. Die sehen ja nicht nur von außen sehr hübsch aus, sondern die Farben sind auch sehr gut pigmentiert, typisch MAC. Und ich finde, das Ganze liegt auch wirklich sehr gut in der Hand. Also sehr praktisch auch zum Mitnehmen. Die heißen Connect in Color Eyeshadow Palette. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Farben und ich habe die Farbe Encrypted Kryptonite. Ich habe mir nur Kryptonite gemerkt, aber das sind sehr, sehr schöne, kühle Farben. Das wird euch mit Sicherheit auch gefallen, wenn ihr auf der Suche seid nach kühlen Farbtönen. Jetzt werde ich meine Wimpern tuschen und zwar auch mit einer neuen Mascara von Avon. Die habe ich noch nie ausprobiert. Das wird jetzt so eine First Impression und zwar ist das die Lash Genius Mascara. Die war mit im Paket mit dem Bronzer und dem Blush. Hier habe ich die aufgeschraubt und wusste sofort, das könnte eine Mascara für mich sein. Kurze Silikonnoppen, das mag ich ja sehr, sehr gerne. Ich schaue hier auch sehr gerne von oben so runter. Dann passiert es auch nicht, dass man oben so dran stipst, direkt beim Tuschen schon. Und dann probieren wir die mal aus. Ich drehe sie direkt und drücke sie vom Ansatz an auch ganz feste nach oben, sodass die Wimpern auch so ein bisschen Schwung bekommen. Die ist natürlich jetzt null eingetuscht. Die fühlt sich recht feucht an. Und das ist die erste Schicht, sehr zart. Eine Zuschauerin hatte mir einen Tipp gegeben. Den habe ich jetzt schon zweimal angewendet und habe das Gefühl, das bringt was. Eine ganz neue Mascara mit einem Tuch einfach mal abstreifen. Das heißt, die erste Schicht, die hier drauf ist, so richtig abnehmen. Ihr hört es, ich bin da ganz ordentlich. So, dann hat man das alles hier drin. Und dann nochmal zuschrauben. Und sie meinte, dass die Mascara sich dann anfühlt, als hätte man sie schon ein paar Mal verwendet, als wäre sie schon eingetuscht. Also ich habe das mal bei einer anderen Mascara gemacht und hatte den Eindruck, das funktioniert wirklich. Also vielen Dank für den Tipp. Ihr seht, ich lese eure Kommentare, ich lese eure Tipps und Vorschläge immer, auch wenn ich nicht immer schaffe, auf alle zu antworten. Und ich finde jetzt bei der zweiten Schicht fühlt sich das schon ganz anders an. Vielleicht könnt ihr das auch mal ausprobieren, wenn ihr eine neue Mascara verwendet und mich das wissen lassen, ob das bei euch auch funktioniert. Oh, ich bin ins Auge gepiekst, nein! Das ist manchmal sehr unangenehm. Jetzt habe ich hier unten abgestipst, das ist aber nicht schlimm. Ich lasse das antrocknen und nehme das dann mit einem Q-Tip einfach runter. Oder man kann das auch mit einem sauberen Pinsel so wegwedeln. Diese zweite Schicht hier, die macht die Mascara wirklich schön. Also das gefällt mir jetzt richtig gut. Die biegt sie richtig nach oben, die Wimpern. Hat ein schönes Schwarz. Gefällt mir. Also die sollte man sich vielleicht mal merken. Vielleicht seid ihr ohnehin schon Kunde bei Avon, die Lash Genius. Ich glaube, die lohnt sich, die mal auszuprobieren. Das gefällt mir. Wenn ihr kurze Silikonnoppen mögt und diese Art von Bürstchen, so wie ich, dann auf jeden Fall mal anschauen. Und sie trennt auch wirklich schön dabei die Wimpern. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe jetzt dieses Auge hier fertig getuscht, auch am unteren Wimpernkranz ein bisschen. Jetzt gehe ich einfach mit so einem Wattestäbchen hinterher. Und nehme mir das angetrocknete, was vorhin gestipst hat, einfach damit runter. Ja, bis jetzt finde ich das einen sehr schönen, natürlichen Look. Ich weiß, ich habe jetzt hier wieder ewig lange rumgemacht, weil ich euch ja auch immer ein bisschen was erzähle dabei. Wenn ich das jetzt schweigend für mich mache und so meinen Gedanken dabei nachhänge, brauche ich natürlich maximal die Hälfte der Zeit. Ich mache ja hier immer wieder Pause und rede mit euch. Jetzt möchte ich noch was auf die Lippen geben und da habe ich zwei Sachen. Einmal einen neuen Lip Liner, den ich selber einer Influencerin nachgekauft habe. Hatte ich hier gesehen bei YouTube, ich weiß aber nicht mehr bei wem. Es ist schon länger her, aber ich habe den erst einmal verwendet und kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Der ist von Anastasia Beverly Hills, ein Lip Liner in der Farbe Deep Taupe. Und Deep Taupe ist auch wieder schön kühl, hat so einen leichten Graueinschlag. Und den trage ich mir jetzt mal vorsichtig auf meinen Lippenrand auf, so wie ich das sonst auch immer mache. Ziehe es so ein kleines bisschen rein in die Lippe. Und dann gucke ich mal, ob ich mir damit die Lippe nochmal ganz ausmale oder direkt dann den Lippenstift auftrage, den ich hier bereitgelegt habe. Ich lasse das so, dass ich jetzt nur die Lippen umrandet habe und so ein bisschen reingezogen. Und jetzt gebe ich mir den Lippenstift auf. Der ist auch von Avon.
Hydra Lip Color heißen die, glaube ich. In Viola Grey. Also ein Violett-Grau. Bisschen dunkler. Mit so einem Pflegekern in der Mitte. Eine sehr schöne, kühle Farbe. Kommt matt raus. Ist aber gleichzeitig pflegend und soll Feuchtigkeit spenden. Coole Farbe. Finde ich jetzt nur nicht so wirklich sommerlich, wenn ich ehrlich bin. Das andere sah frischer aus. Das ist für mich jetzt eher so Herbst. Die Lippenfarbe zu dunkel für meine dunkel geschminkten Augen. Gefällt mir insgesamt gar nicht so gut. Deswegen nehme ich die Lippenfarbe jetzt wieder ab. Tupfe mir die jetzt nur so in der Mitte so ein bisschen weg. Und werde jetzt... Sorry für das Geraschel. Ich bin noch nicht so richtig drin hier im Game, ne? Und werde jetzt einen Extreme Shine Lipgloss auftragen von Essence. Ich glaube, dass der schöner aussieht. Volume Lipgloss. Ich glaube, der kribbelt auch ein bisschen. Ich habe hier die Farbe Gold Dust. Der wird dann so ein bisschen goldig schimmern. Und ich glaube, der ist besser. Ja. Das sieht doch irgendwie frischer aus. Obwohl ich jetzt dieses Deep Taupe auf den Lippen ja noch habe und so ein bisschen Glanz auf die Lippen, das sieht frischer aus, finde ich. Ich könnte mich ja mal wissen lassen. Also das andere war vorher ein bisschen zu kühl, oder? Zu viel. Und jetzt kann ich auch die Klammer wieder aus den Haaren nehmen, meine Haare wieder öffnen und dann bin ich fertig für den Tag. So sehe ich heute aus. Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Tages, wenn ich am PC sitze gleich im Büro, meine Haare wieder so hinters Ohr klemmen. Manchmal mache ich dann auch so, wenn mir zu warm ist, dass von der Seite so ein bisschen frische Luft kommt. Manchmal flechte ich die auch hier zusammen. Dann natürlich nicht mehr hinterm Ohr, aber flechte ich die so. Das sind so meine Frisuren im Moment. Und ich werde, wie gesagt, mich jetzt auf meine Bestellung von Art Deco freuen. Und als nächstes dann das Video mit Art Deco drehen, denke ich. Vielleicht kommt zwischendurch nochmal ein bisschen was zum Thema Mode. Ich habe mir so ein paar neue Kleidchen bestellt, ein paar neue Sneaker. Die sind aber auch noch nicht da. Also wenn sich das ergibt, werdet ihr das auch hier zu sehen bekommen. Und jetzt bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an diesem Video, an diesem Look. Vielleicht habt ihr Lust, was nachzuschminken. Sagt mir mal, wie euch die MAC-Palette gefällt, ob ihr vielleicht auch eine davon habt. Und wenn ja, welche Farbe. Und was ihr zu den Avon Pearls sagt. Blush Pearls. Und Bronzing Pearls. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich die finden soll. So, jetzt, wenn ich in den Spiegel gucke, finde ich es ganz gut. Ich würde allerdings den Bronzer eher als Blush verwenden und habe jetzt das Gefühl, ich habe gar keinen Bronzer drauf. Kann man das nachvollziehen? Ich glaube schon, ne? Naja, so fühle ich mich zumindest im Moment. Ich wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss!